Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mir überlegt, dass ich euch mal ein paar Outfits zeige, die ich in der Schwangerschaft trage. Und ganz dicker, fetter Disclaimer: Ihr könnt alles, was ich euch heute zeige, auch tragen, wenn ihr nicht schwanger seid. Denn ich achte immer darauf, dass ich meine Teile so wähle, dass man sie eben auch nach der Schwangerschaft tragen kann. Natürlich gibt es vielleicht das ein oder andere Teil, was man dann kaufen muss, wie zum Beispiel Schwangerschaftshosen. Aber ich finde, die bieten sich dann doch eher im Winter an. Wir haben aber jetzt Sommer und ich zeige euch jetzt einfach ein paar Inspos, die man im Frühling, Sommer und Herbst tragen kann. So, starten wir mit meinem absoluten Lieblingsoutfit. Und zwar, ich trage wirklich fast 24/7 nur solche Kleider. Das ist jetzt so ein geripptes Kleid von H&M. Das ist aber noch vom letzten Jahr. Und die sind einfach so bequem. Ich liebe sowas. Also ich habe sowas auch vor der Schwangerschaft sehr gerne getragen. Und während der Schwangerschaft, finde ich, ist es halt einfach, ja, super angenehm. Unter solchen Kleidern trage ich übrigens super gerne solche trägerlosen BHs. Wenn man hier die Träger durchsieht, das mag ich nicht so gerne. Deswegen trage ich lieber solche trägerlosen. Ich kann euch sehr gerne auch die BHs von H&M einmal in der Infobox verlinken. Dazu trage ich solche goldenen Schlappen. Die sind übrigens auch von H&M. Danach fragt ihr mich nämlich auch immer, wo ich meine Kleidung bestelle. Also das meiste kaufe ich tatsächlich immer online und ganz unkompliziert bei H&M. Bei ASOS, bei Stradivarius. Das heißt, wenn ihr auch Online-Shopper seid, dann kann ich euch auf jeden Fall die App iGraal empfehlen. Die nutze ich jetzt schon seit über einem Jahr. Ihr werdet einfach dafür belohnt, dass ihr leidenschaftliche Online-Shopper seid. Das ist einfach mega cool. Das Ganze funktioniert so, ihr müsst euch einfach nur dort registrieren. Den Link packe ich euch einmal in die Infobox. Wenn ihr da draufklickt, dann bekommt ihr statt einem Startguthaben von 5 Euro, bekommt ihr mit meinem Link 10 Euro. Also registriert ihr euch, sucht euch einfach den Partnershop aus. iGraal hat übrigens über 1800 Partnershops. Dann aktiviert ihr das Cashback. Ihr werdet dann automatisch zum Shop weitergeleitet und shoppt wirklich wie gewohnt. Ganz normal, alles wie immer. Schließt euren Kauf dann ab und wenn ihr das Ganze dann fertig gemacht habt, dann bekommt ihr in der App eine Info, dass euer Cashback sozusagen vorgemerkt wurde. Das wird dann vom Partnershop einmal geprüft und dann wird euch das Cashback einfach gut geschrieben. Und ab einem Cashback-Wert von 20 Euro könnt ihr euch dann das Geld einfach auf euer Bankkonto oder PayPal-Konto überweisen lassen. Und ich habe mir jetzt neulich 20 Euro wieder auszahlen lassen und ganz ehrlich, 20 Euro haben oder nicht haben, das kann man vielleicht auch dafür nutzen, dass man das vielleicht für die Kinder irgendwie investiert und sagt, hey, wenn wir 20 Euro erreicht haben, dann gehen wir irgendwie alle zusammen Eis essen oder sowas. Also ich finde, das ist halt einfach eine richtig coole Sache und für diejenigen, die sich fragen, wie das Ganze funktioniert, iGraal hat einfach Partnershops und diese Partnershops zahlen iGraal eine gewisse Provision und so ergibt sich halt eben dieses Cashback. Ich werde euch hier unten noch mal eine kleine Info dazu schreiben. Dann noch ein kleines Extra, was ich auch sehr, sehr cool finde, besonders für diejenigen, die schon iGraal haben. Und zwar, wenn ihr Freunde zu iGraal einlädt, dann bekommt ihr sozusagen einen Bonus von 3 Euro. Da iGraal aber momentan einen Summer Sale hat, der übrigens bis zum 1.8. geht, bekommt jeder von euch 5 Euro für diesen Bonus. Also statt den regulären 3 Euro bekommt ihr 5 Euro. Und generell gibt es im Summer Sale einfach super coole Special Deals und auch super viele Cashback-Erhöhungen. Also ihr müsst da auf jeden Fall mal auf der Seite vorbeischauen. Es wird mit Sicherheit für den einen oder anderen was mit dabei sein. Und ab da an, wenn euer Freund sozusagen sich dann registriert hat und Einkäufe tätigt, dann bekommt ihr von diesen Einkäufen immer 10% Cashback. Wie gesagt, ihr findet alle Informationen nochmal in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr Interesse habt. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Outfit. So, jetzt zeige ich euch meine Möglichkeit, wie ihr so ein Basic-Teil, so ein Sommerkleid einfach für den Herbst oder eher für kältere Tage kombinieren könnt. Also ich mache das immer so, wenn es ein bisschen frischer ist, dann schnappe ich mir so einen Pulli und ziehe den einfach drüber. Und ich finde, das sieht halt auch gut aus. Ne? Könnt ihr natürlich so wie ich einfach so schlabberig hängen lassen oder nach vorne binden oder ein bisschen höher stecken, also so wie ihr wollt. Und es muss nicht unbedingt so ein Pullover sein, es kann auch ein Hoodie sein. Dazu dann Sneaker und ihr seid good to go. Also ich muss sagen, das ist echt so ein Standard-Outfit, was ich super, super gerne nochmal aufpeppe. So, das nächste Outfit ist etwas Flieder eskaliert. Also sogar meine Nägel sind Flieder, mein Case ist Flieder. Und das ist ein Outfit, was ich auch sehr, sehr cool finde. Besonders jetzt im Sommer. Einfach eine Radlerhose und ein Oversize-T-Shirt. Und ja, das könnt ihr dann natürlich auch alles super nach der Schwangerschaft tragen. Die Radlerhose ist von H&M und das Oberteil ist, glaube ich, von Stradivarius. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich werde euch, wie gesagt, natürlich die ganzen Outfits einmal verlinken. Und die Sneaker sind von Skechers. Also ich finde, das sieht auch so unfassbar cool und lässig aus. Besonders, wenn man halt einfach die Farben richtig wählt. Und ja, das ist wirklich super bequem. Ich kann euch gerne mal zeigen, wie mein Bauch hier verpackt ist. Und ja, wenn euch das sogar noch zu
warm ist, dann könnt ihr einfach so einen Crop-Top anziehen oder es gibt auch diese Sport-BHs, diese ganz, ganz leicht mit diesem dünnen Stoff. So würde es zum Beispiel auch gehen, ne? Also könnt ihr auch so kombinieren mit so einem Crop-Top, was ihr schon daheim habt. Dann könnt ihr euch noch ein paar Radlerhosen holen und ja, ich finde, das sieht sehr, sehr cool aus. So, dann habe ich hier einmal ein Kleid, was wirklich sehr, sehr locker ist und sehr leicht ist. Das heißt, wenn ihr das zum Beispiel nicht so gerne mögt, dass Kleider so ganz, ganz eng in eurem Körper liegen, dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit für euch. Ich liebe dieses Kleid. Das habe ich bei Sinsay im Urlaub in Kroatien gekauft und das ist wirklich mega, mega bequem. Sehr luftig, sehr schön und das ist übrigens auch nicht aus der Schwangerschaftsabteilung. Ich habe hier auf jeden Fall noch ohne Ende Platz. Also ich denke, ich kann das auf jeden Fall noch bis zum Ende der Schwangerschaft tragen, aber ich denke, im November werde ich keine Kleider mehr tragen. Ja, dazu habe ich wieder meine H&M-Schlappen kombiniert. Ich muss sagen, ich trage die wirklich ständig. Ich habe die letztes Jahr gekauft und momentan mag ich halt einfach Schuhe, wo man so reinschlüpfen kann, wo man nicht wirklich viel machen muss. Ich denke, zu dem Kleid würden so super süße Sandalen sehr, sehr gut passen. Ich kann euch mal welche von Deichmann verlinken. Die finde ich wirklich mega schön. Die habe ich mir schon bestellt, aber ich weiß halt nicht, ob die gut sitzen oder bequem sind. Aber ich denke, sie würden jetzt rein äußerlich dazu auf jeden Fall sehr, sehr gut passen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dieses Kleid online finde. Falls nicht, werde ich euch auf jeden Fall eine Alternative verlinken. Also schaut, wie gesagt, einmal in die Infobox. Und dann auch ein Outfit beziehungsweise, Teile, die ich super, super gerne trage, sind solche Sets. Ich liebe Sets, weil man auch da sofort angezogen ist. Das ist jetzt zum Beispiel von H&M. Das ist in so einem schönen Beige-Taubton und das besteht eben aus dieser Shorts und diesem Oberteil. Also das ist wirklich so luftig, locker und ich versuche hier gerade diesen Fleck zu verdecken, weil ich vorhin gekleckert habe. Deswegen entschuldigt mich da bitte. Aber ich wollte es euch unbedingt zeigen, weil ich es halt einfach mega, mega schön finde. Und ich finde, mit solchen Sets ist man immer super gut und schnell und unkompliziert angezogen. Und ihr müsst die Teile natürlich nicht immer zusammentragen. Also ihr könnt die Shorts zum Beispiel mit so einem weißen Crop-Top tragen oder mit was ganz anderem oder das Oberteil mit was anderem. Also da sind wirklich die Möglichkeiten grenzenlos. Dazu wieder meine geliebten Schlappen. Ich glaube, ihr werdet mich heute nur noch in denen sehen. Ich wollte euch die Shorts jetzt nochmal kombiniert mit einem Crop-Top zeigen. Und falls es dann ein bisschen frischer wird, ich habe mir jetzt so eine Jacke geholt. Also das ist tatsächlich das einzige Teil, was aus dieser Mom-Abteilung ist. Aber ich finde, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Also momentan sind ja diese Oversize-Jacken sowieso total im Trend. Und ich finde, das können auch nicht schwangere Frauen tragen, aber keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was daran für Schwangere sein soll. Ich zeige es euch aber jetzt mal. Und zwar trage ich super gerne diese Oversize-Jacke. Die ist von ASOS und die mag ich voll, voll gerne. Die ist halt in so einem schönen Beige-Ton und die trage ich sozusagen als Jacke. Also nicht einfach so als Fashion-Piece, sondern ich bin ganz normal angezogen, habe mein Outfit an und das kommt immer drüber als Jacke sozusagen. Und ja, das mag ich voll gerne. Besonders wenn man halt vielleicht das nicht so gerne mag, wenn man so ein enges Oberteil, vielleicht eine enge Shorts anhat, ja, so irgendwie rumzulaufen, dass man dann sowas Lockeres nochmal drüber anzieht. Und ich finde, das sieht halt einfach voll stylisch aus. Also ich mag es wirklich sehr, sehr gerne. Deswegen, ja, verlinke ich euch die Jacke natürlich auch. Nächstes Outfit wäre dann dieses Set. Ich sag's ja, ich liebe Sets. Und das ist vielleicht ein bisschen gewagt, aber ich liebe sowas einfach über alles. Also ich trage das so, so gerne. Es ist wirklich so ultra bequem. Es fühlt sich einfach toll auf der Haut an, besonders weil es halt eben diesen, ja, sehr, sehr weichen Stoff hat. Ich dachte am Anfang, das wäre vielleicht ein bisschen zu warm für den Sommer, aber das, keine Ahnung, weil eben so viel frei ist und so viel Haut zu sehen ist, das ist halt einfach voll angenehm. Es hat hier halt so Taschen. Das ist übrigens ein Set von Naked. Das gibt es, glaube ich, auch noch in anderen Farben. Und das kann man auch super eben nach der Schwangerschaft tragen und während der Schwangerschaft. Also hier ist es halt auch nicht zu eng. Und falls euch das Ganze dann zu freizügig ist, dann kombiniert ihr das einfach mit so einem Hemd. Also das ist auch so ein Oversize-Hemd, ist ebenfalls von Naked. Und das finde ich auch mega, mega schön. Also könntet ihr zum Beispiel mit einem Kleid kombinieren oder mit so einem, ja, mit so Cropped-Geschichten. Kurzer Rock oder kurze Shorts mit einem Cropped-Oberteil ist mir zu freizügig. Ich ziehe da noch was Lockeres drüber und so fühle ich mich dann wohler. Und deswegen finde ich sowas halt auch ultra, ultra cool. Ich habe jetzt meine Schluppen nicht angezogen, weil ich die hier in dem Fall wieder tragen würde. Also ich finde, meine goldenen Schluppen, die passen einfach zu allem. Ich kann euch aber gerne nochmal so beige
verlinken, die ich mir jetzt auch bestellt habe. Die habe ich auf Amazon gefunden. Die fand ich auch sehr, sehr schön. Die würden hierzu auch wirklich sehr, sehr gut passen. Ja, und das wäre halt auch so ein Outfit, was ich so tragen würde, was sehr bequem ist, aber trotzdem irgendwo stylisch. Dann nochmal ein Kleid, wonach ihr mich auf Instagram immer wieder fragt. Und das ist jetzt zum Beispiel so ein Kleid, was ich auch im Sommer tragen würde. Aber das kann man auch ganz gut im Herbst tragen, weil es halt so einen etwas dickeren Stoff hat. Also es ist nicht dieser Jersey-Stoff, wie zum Beispiel das beige Kleid, was ich vorhin gezeigt habe. Das ist halt vom Stoff halt ein bisschen dicker. Also es könnte auch als Pullover durchgehen. Und das hat hier an der Seite so einen schönen Schlitz. Und hier habe ich auch noch ohne Ende Platz für den Bauch. Und das habe ich auch, glaube ich, auch bei ASOS gekauft. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ja, das würde ich zum Beispiel dann auch mit so einem Pullover kombinieren, ne? Also wenn es dann doch wieder ein bisschen kühler wird, einfach Sneaker an, Pullover drüber. Okay, ich zeige es euch mal kurz. Und zwar hätte ich das Ganze so kombiniert. Einfach, wie gesagt, wieder meine freshen Sneakers, dazu den Pullover. Einfach den ihr gerade zu Hause da habt. Und ja, es ist wirklich super, super, super bequem. Aber nach dem Outfit wurde ich auch schon so oft von euch gefragt. Und die meisten von euch denken immer, dass ich einen Rock trage. Aber nein, ich trage einfach ein Kleid und wenn ich merke, okay, es ist ein bisschen frisch draußen oder zu kalt, Hoodie drüber, Sneaker an und fertig. Kommen wir zum letzten Outfit. Ich muss sagen, ich bin eigentlich überhaupt kein Jumpsuit-Träger, weil ich finde, die stehen mir nicht. Also beziehungsweise die müssen so einen bestimmten Schnitt haben, damit sie mir halt einfach stehen und der sitzt einfach perfekt. Der ist auch von Stradivarius und aus so einem Leinenstoff. Und ja, hier müsst ihr auf jeden Fall wissen, dass der nicht elastisch ist. Das heißt, ich werde den wahrscheinlich nicht so lange tragen können. Aber da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Also ich denke mal so bis zum 7. Monat, vielleicht 8. auch noch werde ich es schaffen. Aber ich denke mal, wenn ich hochschwanger bin, dann wird das nicht mehr funktionieren. Ich habe jetzt hier einfach so ein... Moment, ich zeige es euch einfach mal. Ich habe hier einfach so ein, ja, kürzeres Top genommen. Das, ja, habe ich mit so einem trägerlosen BH kombiniert. Könnt aber auch einfach ein Bandeau-Teil nehmen oder so ein schulterfreies Oberteil. Das würde bestimmt auch sehr süß aussehen, vielleicht auch mit Rüschen oder so. Kann ich mir auch gut vorstellen und ich finde diesen Jumpsuit einfach so süß. Also ich finde generell solche Latzhosen oder Jumpsuits sehen bei Schwangeren immer extrem knuffig aus. Das wäre dann sozusagen mein letztes Outfit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Denkt an den Link bei iGral. Mit meinem Link bekommt ihr statt 5 Euro 10 Euro Startguthaben. Wie gesagt, ihr findet alles nochmal in der Infobox. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!